Moin, moin, liebe Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich dachte, ich muss jetzt diese Anmoderation hier einfach mal starten in dieser wunderbar gemütlichen Runde. Du isst auch was, genau. Ihr seht hier, wurde lecker gekocht. Vielen Dank, Pia. In diesem Video möchte ich euch mitnehmen, weil ich heute wahrscheinlich wieder die Möglichkeit habe, mir einen lange gehegten Traum zu erfüllen von, ihr habt es wahrscheinlich im Titel schon gesehen, einem alten US-Car. Mir werden ja immer wieder Autos angeboten, gut. Den hat mir jetzt keiner angeboten, den habe ich mir selber angeboten. Ich plane ja eigentlich gerade meinen USA-Trip, weil ich mit Max wahrscheinlich dieses Jahr nochmal rüber möchte. Und da habe ich halt geschaut und mir gedacht, so okay, wäre schon irgendwie cool, sich da so eine alte Karre zu holen. So einen richtigen 60er, 70er Jahre Schlitten sich da nochmal zu ziehen und dann rüber zu holen. Ist halt so, ja, wahrscheinlich der Traum eines irgendwie jeden Autoliebhabers. Dann habe ich die Preise gesehen, ne? Also US-Cars in den USA selber zu kaufen, mittlerweile sehr, sehr schwierig geworden. Deswegen habe ich hier mal zum Vergleich geguckt, was hier so ein Lachs kostet. Und ja, dreiviertel Stunde weg steht einer. Und da habe ich gerade mal telefoniert, sehr sympathischer Typ, der auch noch genauso ist, wie ich mir vorstelle. Ne? Also Freunde, ich will euch nicht lang zuquatschen, viel Spaß mit dem Video. Dieses Video wird unterstützt von CyberGhost VPN. CyberGhost ist mit über 38 Millionen Nutzern weltweit und allen möglichen Auszeichnungen der beste VPN-Anbieter auf dem Markt. Deine IP-Adresse wird versteckt und somit deine Internetverbindung verschlüsselt. Logge dich einfach in der App auf einen der 8000 Server in über 90 Ländern ein und schon kann es losgehen. Dadurch hast du nicht nur mehr Privatsphäre, sondern kannst auch ganz einfach Geoblocking umgehen. Und somit hast du im Ausland zum Beispiel Zugriff auf die deutsche Netflix-Bibliothek und kannst in Deutschland auf Inhalte zugreifen, die hier normalerweise nicht verfügbar sind. Das Ganze funktioniert, wie gesagt, mit Netflix, aber auch mit Amazon Prime, Disney Plus und insgesamt über 35 Streaming-Dienstleistern. CyberGhost VPN speichert keine Daten von dir und ist dabei super nutzerfreundlich. Du brauchst also zur Nutzung keine Vorkenntnisse und du kannst einen Account auf bis zu 7 Endgeräten gleichzeitig benutzen. Das funktioniert auf Handys, Laptops, Smartphones, Smart-TVs, Konsolen und so weiter. Hole dir jetzt meinen persönlichen Lieblings-VPN-Anbieter über den Link in meiner Videobeschreibung mit 84% Rabatt. Das Ganze kostet euch dann nur monatlich 1,94 €. Ihr bekommt 4 Monate gratis obendrauf, eine 45 Tage Geld-Zurück-Garantie, falls ihr doch nicht zufrieden sein solltet. Deutschen Kundensupport und so weiter, könnt also absolut nichts falsch machen. Der Link ist unten drin. Vielen Dank nochmal an CyberGhost VPN für Sponsoren dieses Videos und euch jetzt weiter. Viel Spaß damit. Ich gedacht, da steht hier mitten auf dem Hof die Kamera. Ich auch gedacht. So. Ja, Aufregungslevel sind wir beinahe. Tatsächlich 7 von 10 oder so. Also ich bin halt noch nie so ein Auto gefahren, ne? Es ist ein riesen V8 Motor, ich glaube 7 Liter oder so. Die haben ja auch, das macht Lärm, das macht Krach, Doppelvergaser drauf, geil. Ich habe ja, richtig, freue ich mich ja, dass ich dabei sein darf am ersten Mal. Ich habe richtig Bock. Jo, ich stehe jetzt hier bei so einem Honda CRV. Haben wir geschrieben? Jo. Ja, so, moin, jetzt. Moin, moin. Moin, Lars. Moin, Lars. Ja, schön diese Größen, ey. Ich fahre einen 65er, 65er, ja, ja. Hat der hinten Hijackers oder so? Nee. Das ist halt ein Auto, was über 50 Jahre alt ist, ne? Ja, natürlich. Also Neuwagen braucht man da nicht zu erwarten, so. Nee, klar. Buchsen sind alle neu gemacht worden, das habe ich aber immer alles in der Werkstatt machen lassen. So. Von daher, ist zwar immer noch schwammig, ist klar, aber schon deutlich besser. Willst du das einfach mal rausfahren? Ja, na klar. Ich habe hier vorne so einen Nabelknochen drin, weil ein bisschen rumziehen die ja immer irgendwo. Ja. Dann habe ich hier so einen Trennschalter halt drin. Ne? Das ist jetzt auch nichts sauber gemacht, sondern das muss alles shit machen. Definitiv lauter. Ich komme hier nie nach Hamburg, glaube ich. Oder ist das normal bei den Dingern? Das ist Durchgangsrohr, ne? Ja. Das waren Schalldämpfer drin, aber der geht mehr oder weniger auch durch. Mhm. So, und das ist das, was ich meine hier, ne? Die ganzen Gummis, die Türdichtung, das ist alles porös. Die sind, wie gesagt, 52 Jahre alt oder was. Ja. Kriegt man das dann alles noch? Oder? Ja, da kriegst du ganze Sätze sogar. Kofferraum ist genau das gleiche. Jetzt sind die, weil der war eigentlich hier und wollte ihn mitnehmen, deswegen habe ich schon die Reifen da drin. Das sind die Originalreifen, das ist der Ersatzrad, da sind die Originalreifen. Und dann siehst du ja hier, ne? Mhm. Das ist aber, denke ich mal, wie da oben siehst du auch bei der Dichtung, so, das wird nicht mehr dicht sein. Das blättert ja hier auch schon, das ist ja alles schon porös. Ja, so, die ja du hast ja schon geschrieben, einmal komplett lackieren die Karre, genau. Dichtung alle neu. Genau, Dichtung und Lack. Was halt geil ist, schaut hier auch vielleicht mal rein, die Innenausstattung, ne? Schon neu gemacht und auch genau in meinem Stil.
Sieht ein bisschen aus wie bei meinem, ich habe einen Die Fußmatten müsst ihr nochmal neu holen. Das sind einfach nur welche, die ich erstmal reingelegt habe, damit der neue Teppich dann nicht irgendwie durchkommt. Die kannst du auch in den Staaten bestellen. Die gehen auch einmal über den Tunnel rüber, das sind dann komplett. Die kann man ja logischerweise gar nicht nach vorne und nach hinten verstellen. Ne? Am Rand hier hast du da. So, und jetzt kannst du nach vorne rutschen und auch wieder zurück. Ja. Nö, man sitzt gut drin. Couch. Boah, da sehe ich mich drin. Was sagst du, Lars? Ich finde ihn bis jetzt sehr, sehr geil. Ich schaue mir den auf jeden Fall gleich auch noch mal ein bisschen in Ruhe an. Einmal. Ja, genau. Aber das Geile ist, dann, wenn du jetzt hier hinten auch noch runter machst. Geht das auch per Dings nur, ne? Ja. Komplett aufhalten. Einmal komplett, keine B-Säule, nix, ne? Himmel neu gemacht, ne? Himmelteppich, ja. Ich habe noch von meinem Dad so einen alten Camcorder, weißt du? Den wollte ich uns auch mal besorgen zum Film 2000er-Jahres-Stil. Das wäre jetzt eigentlich in diesem Video auch so geil. Das stimmt. Ich habe das schon mal versucht mit Nachbearbeitung hinzubekommen, weil das wird immer nichts. Der Innenraum sieht auf jeden Fall besser aus als meiner, muss ich ehrlich sagen. Definitiv. Und das hier bräuchte ich eigentlich auch noch, das habe ich nicht. Bei mir habe ich immer irgendwelche stillen Verbraucher. Ja, und mir ist die Batterie meist, ich mache das mal schön manuell noch abklassisch. Ja, habe ich am Anfang auch gemacht und das ging mir irgendwann auf den Sack so. Die Frage ist hier. Hier wird er auch ganz dick gespachtelt sein, ne? Wartet ihr mal irgendwie einen Bums gehabt oder sowas? Nee, ne? Also seitdem ich ihn habe, auf jeden Fall nicht. Und ich habe ihn ja direkt aus. Du hast ihn selber geholt, ne? Ja, ich habe ihn nicht selber geholt. Das war eine Firma in Hannover. Ja. Die hat den geholt. Und den habe ich dann, von da habe ich ihn gekauft. Ne? So, da habe ich dann die Leute von US Fastlane hingestellt, weil ich kenne mich damit auch nicht aus. Weil ich glaub, und den hatte ich damals beauftragt, mir den 70er aus Kalifornien oder aus den Staaten zu holen. Hatte auch einen in der Hand, aber das hat noch ein Jahr gedauert und dann habe ich den in Hannover stehen sehen. Mhm. Der kam direkt aus Kalifornien und da sind die dann für mich hingefahren, haben sich den angeguckt, hat gesagt, es war einiges zu machen so, aber... Was das für ein Kofferraum ist, ne? Da passen bei mir immer so drei Tannenbäume rein. Habe ich immer schön Baumarkt im Winter, drei Tannenbäume, klack, 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 nebeneinander. Mit von da ab, dann jodelt er auch erstmal. Ja, ja. Dann drehe ich um und pumpe die ganze Zeit. Ja, ja, genau. Genau, das ist auch. Aber wenn du so... Wenn er drei Tage steht oder was, dann drehst du einmal kurz um, ein bisschen aufs Gas und dann geht er auf. Dann kommt er ziemlich schnell. Dann müssen wir vielleicht gar nicht machen. Das ist noch ein USB fürs Radio. Der hat auch Bluetooth-Freisprecher und alles. Jetzt sind noch Autoschlüssel hier. Ja. Das ist ganz gut. Nach Kohle gibt's nicht. Okay. Geil. So. Breit und geil, ich bin dabei. Händler oder Felder, auf geht's in die Preisverhandlung. Eckernförde sind wir hier, Freunde, pass auf. Wir haben uns jetzt nochmal zurückgezogen zur Beratung. Der Verkäufer ist ein ganz schön harter Hund gewesen bei der Preisverhandlung. Und dafür, dass das Ganze jetzt so eine spontane Nummer ist, habe ich gesagt, wir überlegen uns das mal kurz. Wir fahren hier nochmal ins Wasser, die 5 Minuten. Und genießen lecker Fischbrötchen. Ganz schön viel gegessen in diesem Video, ne? So. Na? Das Erste, was uns natürlich interessiert, Freunde, was schluckt so ein Lachs? Lars, gut, du weißt es vielleicht, du hast, wobei dein Motor ist schwächer als der. Ich habe einen kleineren Motor tatsächlich. Der hat nochmal ordentlich mehr Bums hier. Deshalb kann ich es leider nicht sagen. Aber interessiert mich auch tatsächlich, deswegen würden wir jetzt als erstes mal den Verbrauch auswählen hier. Wir gucken, ob den Tank stürzen. Ja, das darf erstmal schön suchen, wo der sein könnte. Das darfst du erstmal suchen, ja. Guck mal. Ja, sag doch mal. Ja, soll ich es jetzt schon einfach machen oder was? Da müsste ein mysteriös muss so ein Auto doch sein. Da hinten ist er nicht drin, ne? Nein, kannst du machen, kannst du machen. Also bei den Lichtern, die Höhe der Lichter waren schon nicht verkehrt. Ach hier. Ja! Guck mal.
Kann auch jeder sich draus bedienen, jederzeit. Ist aber nur so. Oh. Ja. Der hat schon unter Druck gehabt. Geil. Ich muss jetzt aber noch ein Stück vorfahren wahrscheinlich. Ne? Schreibt's in die Kommentare, Freunde. Jetzt an dieser Stelle, was denkt ihr, schluckt die Karre? Also ich schätze, er ist auch wieder Stadt-Land wahrscheinlich, ne? Wahrscheinlich ja, in der Stadt 20. 30, in der Stadt 30 und auf der Landstraßenautobahn vielleicht, wenn man gemächlich wird, 18 oder so. Ja, würde ich jetzt schätzen. Wirklich. Obwohl vielleicht auch ein bisschen weniger sogar, ne? Aber mit dem Auto gibt man immer zwischendurch, einfach wegen dem Sound schon Gas. Ziehst du nochmal ein Stück bitte daran? Oder halt mal hier fest. Halt dir mal fest. Wie viele Leute braucht man, um einen Impala zu tanken? Ja. Freunde, jetzt sind wir fast schon 10 Minuten im Video. Ich habe das Auto noch nicht mal richtig vorgestellt. 1970er Chevrolet Impala Custom Coupé. Das heißt zwei Türen, schön langes Heck, lange Motorhaube, generell geisteskranke Dimensionen. Wenn wir uns hier einfach nur mal das S-Klasse Cabrio angucken und im Vergleich direkt daneben den Wagen, wisst ihr eigentlich schon genau, was los ist. Das kannst du eigentlich nur in live erfassen, die Dimension dieses Autos. Und was mich jetzt hier zum Kauf bewegt hat, ist, der Vorbesitzer hat das Fahrzeug ja bei einer Firma in Hannover gekauft, die den direkt aus Kalifornien geholt. Das heißt, das Auto hat schon mal keinen Rost. Dann kam das Auto zu einer Firma in Hamburg, die den für den TÜV vorbereitet haben und dabei den gesamten Unterboden, das ganze Fahrwerk, die Lenker, Gummis, Buchsen, Stoßdämpfer, Federn, alles neu gemacht haben. Das war in 2014 und 2017 und 2018 hat das Fahrzeug dann komplett neuen, überholten Motor aus einem anderen Fahrzeug bekommen. Samt überholtem Getriebe mit verstärkten Wandler und so weiter. Und wenn wir uns das Ganze hier mal anschauen, wie das Ganze gemacht und verarbeitet ist, dann stellen wir auch ganz gut fest, dass es auch vernünftig gemacht ist. Abgesehen davon, dass es sowieso von einer vernünftigen Firma aus Hamburg gemacht wurde. Hier das Lüfterrad schon aus Vollaluminium, genauso wie der Hochleistungskühler. Also da sieht man allein schon optisch, dass das hier eine Pfuscherteile sind. Fächerkrümmer ist dran, Bremskraftverstärker. Also um die Technik hat sich auf jeden Fall schon mal jemand richtig gut gekümmert. Heiß, ihr habt ja gesehen, der Lack ist nicht so gut, ne? Aber es ist mir immer sympathischer, wenn jemand sich vernünftig um die Technik einmal grundsolide kümmert. Und an so einem Auto ist jetzt ja nicht mal mehr wirklich viel mehr dran, als schon gemacht wurde. Der Kühlergrill ist ja auch self-made aus so V2-Alu-Rohren. Da hat sich auch jemand richtig Mühe gegeben, finde ich, gefällt mir auch super gut. Scheinwerfer und so weiter sind auch neu gekommen für den TÜV. Und das gesamte... Alles, was daran gemacht wurde, eigentlich liegt mir per Dokumentation in Form von Rechnungen und so weiter schriftlich vor. Das ist natürlich auch eine geile Sache. Das heißt, im Prinzip kann man das sehen als unvollendete, unfertiggestellte Restauration. Richtig Mühe haben sie sich auch im Innenraum gegeben. Wer alte Amis kennt, weiß um den Zustand, der hier normalerweise vorherrscht. Und hier ist wirklich alles tippitoppi, was er gesagt hat. Klar, die Dichtungen müssen halt alle neu, das haben sie aber alle. Es ist alles neu bezogen, alles hier neu beledert. Der Teppich ist neu, der Himmel ist neu, das Armaturenbrett ist ohne Risse. Die sind normalerweise auch immer gerissen. Das ist hier alles neu, schön lackiert. Wir haben ein schönes, aktuelles Bluetooth-Radio drin. Das ist hier alles nicht abgewichst, das sieht alles noch richtig cool aus. Ein schickes Lenkrad drin. Hier unten Zusatzanzeigen, die auch funktionieren. Also hier ist auf jeden Fall schon richtig, richtig Kohle reingeflossen. Vielleicht auch in die Räder, keine Ahnung, was das für Dinger sind. Hinten 22 Zoll, vorne 20 Zoll. Absolut Tiefbett und trotzdem stehen die noch so weit drin. Also was das Ding für Radkästen hat, ist wirklich unfassbar. Die gefallen mir ehrlich gesagt auf dem Auto nicht so gut. Ich weiß von der Kommentarspalte unten wird wieder voll sein mit Nörglern. Der Lost App wieder on Tour die nächste Karre kaufen. Wolltest du nicht Fuhrpark verkleinern? Und so weiter. Irgendwie habt ihr auch recht, aber überlegt mal auf der anderen Seite, Freunde. Wer weiß, wie lange es überhaupt noch möglich ist, solche Karren im Straßenverkehr zu bewegen. Vielleicht wird das Oldtimer-Kennzeichen abgeschafft oder wir können uns das überhaupt nicht mehr leisten, uns das irgendwie vom Bund abzusparen, diese Karren zu tanken. Und da möchte ich doch irgendwann mal meinen Kindern erzählen, Bilder zeigen. Ich habe jetzt wieder gerade ein Fotoalbum angelegt. Guck mal, ihr fahrt nur noch selbstfahrende Elektrokarren oder Wasserstoff oder was auch immer und ich bin mit so einer Karre hier durch die Gegend gedüst und habe die im besten Fall noch irgendwo abgedeckt in der Halle stehen und kann sie ihnen sogar zeigen. Ich würde sagen, Freunde, dieses Auto ist ein absoluter Traum und wird noch traumhafter mit einer neuen Lackierung. Ich denke mal, er wird auf jeden Fall irgendwie schwarz bleiben.
Aber ja, irgendwas mustertechnisch oder mit Flakes oder Pinstripe oder so. Der amerikanische Markt hält da ja alle Möglichkeiten und Inspirationen offen. Wenn ihr mich supporten wollt, lasst einen Daumen nach oben da und schiebt ein Abo rein. Nicht wie hier 80% oder sonst was der Zuschauer, die ohne Abo ständig die Videos gucken. Vielen Dank fürs Anschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao, ciao.